Und hier haben wir jetzt ein ganz tolles Backdoor gesehen. Also Jugendliche, die hier Basketballausbildung genossen haben, dann zählen sie später auch in der Nationalliga an. Nicht als Ausländer, aber... Da haben wir jetzt Nelson, der wieder kommt, der McLean, der zum Korb geht und der Ball versenkt beim Korb. Und darum sind auch drei Spieler von Uni Basel zu den U18-National gegangen. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zum Nationalliga-A-Spiel. Hier aus den drei übers Brett. Und jetzt haben wir den Nelson, der probiert hier aufzubauen, aufzunehmen und den Dreier versenkt. Und hier haben wir erneut einen tollen Block, aber wieder ein Ballverlust. Ist ein bisschen kritisch. Und ein ganz tolles Dunking. Und ein genialer Dreier. Man unterschätzt es. Der Vit Milenkovic hat den Ball geholt. Man unterschätzt das. Ist doch 1,96 groß. Und ein Foul an Christian Roller. Und 57 zu 56 in der Dreierrosenhalle. Es ist einfach wichtig, dass sie jetzt hier eine gute Verteidigung machen. Christian Rohner mit dem Nummer 57 haben jetzt bereits drei Foul auf dem Konto. Das heisst, sie können noch eins machen. Der Wurf, den er vorher gemacht hat, der schöne Hockerwurf, nicht kann er wiederholen. Da wings nämlich der Anders Nelson. Er hat erst zusammenrissen, damit es langt für einen Sieg. Da hat er jetzt sich verheddert. Vielleicht wäre es jetzt genau der Zeitpunkt, Timeouts nehmen, das macht er jetzt auch, der Pascal Heinrichs. Defense-mäßige Meisterleistung von den Star Wings, sie haben sich recht gesteigert, aber insofern, wenn natürlich der Gegner dann auf 82 Punkte kommt, ist es weniger gut. Und vor allem der Pass, als wären sie konditionell nicht mehr so fit. Da hat jetzt der Gamberoni den Ball raus und der Topscorer trifft den Weibel, holt den Ball, er geht in den Anderson, der Anderson zieht dort führen. Und er kann auf 76 erhöhen. Und das ist Sandy. Sie ist fertig. Es ist fertig. Und Star Wings haben gut gespielt.